In diesem Video wollen wir Ihnen einige Eindrücke aus unserer laufenden Produktion zeigen und Ausblicke auf die Entwicklung unseres Betriebes in 2012 geben. Etwa 80% der Fertigung eines Wärmetauschers werden in Handarbeit durchgeführt. Stabile GFK-Profile und ein spezieller Kleber halten die Komponenten zusammen. Auf einer computergesteuerten Formatkreissäge werden die Teile bearbeitet und millimetergenau zugeschnitten. Zunächst werden die Gehäuse gefertigt, später werden die Module einzeln in die Segmente der Gehäuse eingeführt und versiegelt. Es werden möglichst viele Platten einer Baugröße gleichzeitig geschnitten, um nachher gemeinschaftlich verarbeitet zu werden. In unserer E-Werkstatt werden die Schaltschränke für LC3 sowie LC4 Ausführungen komplett aufgebaut und gefertigt. In unserem E-Planungsbüro arbeiten unser Elektronikentwickler und unser Elektrotechniker eng zusammen und stimmen die einzelnen Komponenten der Steuerung und der Stelle aufeinander ab. Bevor es in die Fertigung geht, erfolgt die Planung in unserer CAD-Abteilung. Auch hier bilden wir aus. Neben Auszubildenden im CAD-Bereich haben wir Energieanlagen, Elektroniker in der Ausbildung und Bürokaufleute. Hier sehen wir das Planungsbeispiel einer großen Saunanlage im geschlossenen System. Neben unserer eigenen Produktion werden an drei Standorten in Italien, Deutschland und den Niederlanden Produkte auf unseren Werkzeugen für uns gefertigt. Hier im Bild die Produktion der neuen Lochplatte in den Niederlanden. Das Ergebnis sind Produkte für den Steilklimabereich, die europaweit erfolgreich eingesetzt werden und neuerdings auch in den Gussstaaten zum Einsatz kommen. Wir sehen die Wascheinrichtung im Einsatz. Die Düsen werden in einem 90-Sekunden-Rhythmus quer über den Tauscher bewegt. Dadurch werden die Waschintervalle immer auf Teilbereiche verteilt. Und wir haben den Vorteil, dass zum Beispiel wie jetzt sichtbar auf der abgewandten Seite der Tauscher noch Heizleistung bringt. In vielen Stellen in Deutschland und Europa arbeitet jetzt schon die bewährte HDT-Technik. Ob es Kunden aus Norddeutschland sind, aus Süddeutschland oder aus anderen europäischen Ländern, die Kundenzahl steigt sukzessive an. Ja, Jungs, fühlt ihr euch wohl? Die Qualität unserer Produkte spricht sich immer weiter unter den Kunden herum. Warmwasserheizung, da eine vorhandene Hackschnitzelheizung die Wärmeversorgung sicherstellt. Seit Anfang 2012 kommen nun auch neue Kunden aus den GUS-Staaten hinzu. Damit wir auch in Zukunft für Sie leistungsfähig bleiben, erweitern wir den Betrieb mit einer neuen Fabrikationshalle und einer neuen E-Werkstatt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.